Eingehender Notruf! Eingehender Notruf! Einsatzleiter Finn, sind Sie bereit? Notrufzentrale Kleinwildfanghausen. Einsatzleiter Finn, was kann ich für Sie tun? Ich wiederhole, eine Katze auf einem Baum, die nicht allein herunterkommt. Wie lautet die Adresse des Notfallortes? Hausmeister Spechtstraße 5. Gar kein Problem. Ich schicke sofort die Feuerwehr. Was? Die Feuerwehr ist schon da? Was rufen Sie denn überhaupt hier an, Sie Honnerbombel? Was? Sie sind selbst von der Feuerwehr? Name, Dienstgrad. Feuerwehrmann Hasenfuß. Sie heißen Vasilu? Okay. Feuerwehrmann Vasilu, dann holen Sie doch die verdammte Katze von dem Baum. Oder soll ich Ihnen etwa erklären, wie man eine Leiter ausfährt? Es gibt ein anderes Problem. Na, was für ein anderes Problem? Freche Kinder, die spritzen mit Wasserpistolen auf die arme Katze, sodass die sich nicht traut, herunterzukommen. Und sie klettert auch noch höher auf den Baum. Was gedenken Sie jetzt zu tun, Herr Hasen, Vasilu? Was? Ich muss eine Entscheidung treffen? Ach, ich bin ja der Einsatzleiter. Ja, da haben Sie wohl recht. Ja, warum ich nicht vor Ort bin als Einsatzleiter? Ich habe einen verstauchten Knöchel. Hat man Ihnen das nicht gesagt, Herr Vasilu? Dann treffe ich jetzt als Einsatzleiter eine Entscheidung. Spritzen Sie mit dem Feuerwehrschlauch auf die frechen Kinder. Die haben eine kalte Dusche verdient. Und die arme Katze muss doch gerettet werden, oder? Ja, Sie sollen das wirklich machen. Denn ich bin hier der Einsatzleiter und ich treffe hier die Entscheidungen. Ja, und wie ist es gelaufen? Und was waren das eben für komische Geräusche? Okay, die Kinder sind abgehaut, aber wir haben nun ein anderes Problem. Aufgebrachte, total verärgerte Männer. Ja, warum sind die denn aufgebracht und verärgert? Ach, die standen hinter den Kindern und haben auch von dem Wasserstrahl was abbekommen. Ja, haben sie denn etwa nicht aufgepasst, Sie Honnerbombel? Und die Fassade vom Vereinsheim wurde auch beschädigt? Vom Kickbox-Verein haufe es drauf. Oh, das sind das wohl kräftige, muskulöse Männer, die da verärgert sind. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sei der Schuldige, weil ich es angeordnet habe? Wie kommen Sie darauf, Herr Hasenfuß? Die wollen direkt mit mir reden? Das wird Konsequenzen für Sie haben. Was? Die sind schon auf dem Weg zur Notrufzentrale? Ist ja gleich um die Ecke. Okay, was? Ich glaube, die sind schon da. Nein, was wollen Sie hier? Nein!